Wir werden feiern, als wenn ich Geburtstag hätte, denn schließlich habe ich auch Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Cousin. Wow, du springst jedes Jahr noch höher. Beeindruckend. Ah, warst du da die ganze Nacht drin? Nur 8 oder 9 Stunden. Höchstens 10. Hey, schon aufgeregt wegen deiner Party? Dreht sich die Erde um die Sonne? Die Antwort ist ja, Raj. Es ist so. All die ganzen Jahre hatte ich nur langweilige Feiern mit der Familie. Doch heute feiere ich, Sammy Gupta, meine erste Party mit Freunden. Sie wird fantastisch. Ich habe für alle maximalen Spaß geplant. Als erstes werde ich allen zeigen, wie gut ich im Supersphärenspiel bin. Du heizt ihn echt ganz schön ein. In einer virtuellen Welt. Dann machen wir ein paar abgefahrene Dunks auf dem neuen Slammer Jammer Trampolin Basketball Parcours. Wow! Und zum Schluss stürzen wir uns auf den fabelhaft gigantischen Schlemmerberg. Einen so hohen Würstchen-Pizza-Eiscremeturm, dass man ihn vom Weltraum aus sehen kann. Houston, wir haben eine Party. Und dann explodiert zufällig die Erde. Und alle dann so, juhu, beste Party aller Zeiten. Sorry, hast du was gesagt? Die App hat mich vor deinem sehr detaillierten, aber unglaublich unrealistischen Plan abgelenkt. Und ich habe jetzt ein Rezept für Gazpacho. Rush, Mann, pack das jetzt weg. Wir müssen uns konzentrieren. Das wird die coolste, krasseste, schlimmste Party aller Zeiten. Wo ist die Supersphäre, Rush? Wo ist die Supersphäre? Dieser neumodische Gaming-Apparat? Ich habe ihn ausgestöpselt, damit Platz für die gute alte Bessie ist. Wirklich so peinlich. Ja, nicht wahr? Das ist nicht das Gassi-Lama. Du musst mal mit dem Hintern arbeiten. Oh. Cousin, wenn du Angst hast, dass Dada diese ollen Kamellen spielt, lass uns die App nutzen und den Tag zurückspulen. Wir können neu anfangen. Aber nur ein kleines bisschen. Außerdem wird der Trampolin-Basketball-Parcours ein Homerun sein. Nein, warte. Ein Touchdown? Ein Tor? Du weißt, ich bin nicht so der Sportfan. Also, wir könnten das Trampolin hier aufstellen. Chachi Priyanka, was macht ihr denn da? Wir haben gehört, du wünschst dir einen schönen Geburtstag. Also haben wir einen Zen-Garten angelegt. Was könnte erhebender sein, als die innere Stärke deiner Gäste zu nutzen? Ein Basketballfeld aufbauen, auf dem man bis zum Mond springen und mit solcher Kraft danken kann, dass der Erdkern erschüttert wird? Nein, mein Sohn. Wie der alte Guru-Meister Manish der Erste schon sagte, ist Meditation das größte Geschenk, das man jemandem machen kann. Und wenn meine geliebte Frau sagt, Neil, mach das mit mir oder sonst... Das kann doch nicht wahr sein. Nichts läuft wie geplant. Das stimmt. Tja, ich glaube, es ist App-Zeit. Nein, solange wir den fabelhaft gigantischen Schlemmerberg haben, wird die Party noch... Wo ist mein Schlemmerberg? Ich kann ihn nirgendwo sehen. Und man sollte ihn vom Weltraum aus sehen. Weltraum! Hey, wer braucht schon das gekaufte Essen, wenn man es selbst einfach zubereiten kann? Wir haben Roti, Tikka, Samosas, Dosas, Butter Chicken, Non-Butter Chicken, Non-Chicken Butter und was auch immer deine Mutter zu kochen versucht hat. Hey, ich habe 3 Stunden dafür gebraucht. Das beste Partygetränk ist abgekochte Milch, serviert bei Zimmertemperatur. Das ist echt gut. Deine Party ist eine Katastrophe. Und ich musste nicht mal meine Spinnen einsetzen. Was soll ich nur machen? Vielleicht hättest du allen sagen sollen, was du wirklich willst, anstatt, keine Ahnung, alles in deinem Kopf zu planen. Ist jetzt auch egal. Die Freunde sind gleich hier und alles ist ruiniert. Tschüss, tolle Freunde-Party. Ich glaube, es sollte einfach nicht sein. Ja, schade, dass du keine Zeitreisen-App hast, die uns wieder zu heute Morgen bringt. Dann könntest du die Party deiner Träume schmeißen. Ah, Moment. Haben wir. Mal sehen. Pause? Nein. Vorspulen? Nicht heute. Boom. Es geht los. Zurückspulen. Ich weiß nicht. Ist das wirklich eine gute Idee? Hey, großer Bruder, deine Gäste sind da. Drück drauf, Rush. Schnell. Das funktioniert immer. Oh, es hat geklappt. Es ist wieder heute Morgen. Das heißt, ich kann die Party planen, wie ich will. Und ich kann noch einmal frühstücken.
zum Wohnzimmer. La, 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 mein Junge. Wow, Dada, du bist ein echt toller Tänzer. Warum zeigst du mir nicht ein paar Moves, die ich später meinen Gästen zeigen kann? Die kriegst du. Bleib, wo du bist. Diesen hier nenne ich den Popo-Pusher. Oh, ah, oh, oh, ah, oh, oh, la, 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 la. Warte! Dada, zeig mir bitte noch einen. Natürlich, Kleiner. Yeah! Ja, geschafft! Weiter so, Mann. Du hast es immer noch drauf. Chachi, das musst du sehen. Hier ist ein nie zuvor gesehenes Video von Meister Manish. Es ist absolut keine Fälschung oder sowas. Übe meine Praktiken immer in deinem Vorgarten aus. Vor allen Dingen, wenn du ansonsten ein Trampolin-Basketballspiel verhinderst. Moment, wie hat er das aufgenommen? Videoaufnahmen wurden erst erfunden als... Manish hat gesprochen. Auf in den Vorgarten! Okay, gar nicht schlecht. Japp, 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 japp. Hier lang. Japp, genau hier. Hier. Das ist fantastisch. Das hätte ohne dich nie geklappt. Gar kein Problem, Mann. Oh, du redest mit dem Handy. Sammy? Rush, warum fangen wir nicht einfach an? Klar doch. Möge die Party beginnen! Da habe ich vielleicht doch zu laut aufgedreht. Wir könnten ein paar Körbe werfen. Der gedrehte Luftschraubendank. Sehen Sie genau hin. Los! Wow! War das etwa so geplant? Hat's cool ausgesehen? Nope, überhaupt nicht. Dann nicht. Nein, war es nicht. Lass dich nicht hängen. Wir haben immer noch den fabelhaft gigantischen, kolossalen Schlimmerbär. Tolle Idee, Rush. Lasst uns reinhauen. Es ist eine Lawine. Rennt um euer Leben. Wow, das macht Spaß. Jack, lass niemals los. Also, ich bin dann mal weg. Ich glaube, ich werde jetzt auch gehen. Danke für die Einladung. Es war interessant. Hast du gehört, Cousin? Gabrielle findet, dass deine Party interessant war. Wem machen wir was vor? Die Party war so schlecht, ich werde in die Antarktis ziehen müssen, um dem Spott zu entkommen. Sind das... Samosas? Die hättest du heute auftischen sollen, Sammy. Das hätte ich? Sind das deine Tante und dein Onkel? Was? Nein. Wo? Warum? Jetzt weiß ich, warum meine Mutter Yoga macht, wenn sie gestresst ist. Meine Chakren sind in Ordnung. Ach Mann, ich hab's total vermasselt. Ich hätte nicht so übertreiben sollen. Alle hätten eine tolle Zeit gehabt, wenn ich meine Familie hätte helfen lassen. Aber ich weiß, was ich jetzt machen muss. Den Herstellern dieses Schlemmerbergs eine sehr deutliche Kritik schreiben, weil ihr Produkt nicht solide gebaut ist. Nein, ich muss den Tag zurückspulen. Nochmal. Oh ja. Ja, das ist auch eine gute Idee. Bereit für eine total abgefahrene Party, die ganz anders ist, als du dir vorgestellt hast? Die Antwort ist ja, Rush. Ich bin bereit. Herzlichen Glückwunsch! Ein Tanzvideospiel? Yoga-Basketball? Vergiss nicht Dadis Hausmannskost!
und deinen fabelhaften Mini-Schlemmerberg. Das ist echt fantastisch. Aber wie hast du... Das passiert, wenn man seine Pläne auch mal mit Leuten teilt. Und da wir gerade vom Teilen sprechen, du hättest es auch für mich getan. Nun komm mit, auf ins Getümmel. Gut gemacht, Sammy. Das ist großartig. Danke. Das verdanke ich meiner Familie. Apropos. Keine Bewegung. Meine Spinnen sind weg. Aber keine Sorge, nicht alle sind giftig. Trotzdem, die beste Party meines Lebens.